Planet Romeo? Ich bin David, David aus Hamburg. Ich suche einen Freund. Über die Dating-Plattform Planet Romeo lernt David einen Jungen in Afrika kennen. Hey, wie heißt du? Du lebst in Kampala? Kampala. David aus Kampala lebt mit seiner Mutter in der Hauptstadt Ugandas. Schon mit 14 wusste er, dass er nicht wie die meisten Jungs auf Mädchen steht. Sexuelle Minderheiten leben gefährlich in Uganda. Davids Mutter drängt ihn zur Flucht. Die Reise birgt viele Risiken. Da ist Hamburg. Und wo ist jetzt Kampala? Bist du schon unterwegs? Ja, okay. Mann, pass auf dich auf. Die familiäre und gesellschaftliche Lebenssituation beider Jungen ist von Gegensatz, aber auch Gemeinsamkeiten geprägt. Wo warst du, Mann? Ach so, kein Data mehr. Wie geht's dir? Wo bist du jetzt? Lagos, kann ich dir helfen, Mann? Hallo? Hallo? Was? Wer sind Sie? Dr. Aldemir. Wissen Sie etwas über den Jungen aus Kampala? Er wurde verprügelt? Scheiße, Mann. Er fliegt nach Istanbul. Fakten und Hintergründe zur politischen Situation in Uganda findet man in den Fußnoten und im Anhang. Landweg 2500 Kilometer. Wie komme ich nach Istanbul? Übermorgen schon. Am Flughafen von Istanbul. David ist unterwegs. Das nächste freie Känguru ist für Sie reserviert. Lutz van Dijk baut in Kampala, Hamburg eine Brücke zwischen Roman und Wirklichkeit. Bringt uns einen Kontinent näher und Menschen zueinander. Für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominieren wir Lutz van Dijk mit Kampala, Hamburg. Erschienen im Querverlag.